Herzlich willkommen. Mewe ist ein Gnom reicher und wir haben ihn eigentlich auch für relativ wenig Gold bekommen. Und schauen wir mal, ob er uns mehr Probleme bereitet, als er lösen kann. Ach, eine Schande. Und das bei der guten Sicht heute. Meld dich, wenn du es dir überlegst. Das Fass wartet. Ach, eine... Ja, das tut mir leid, dass ich euch den Spaß an der Exekution verderben musste. So, okay, hier haben wir alles ziemlich gut abgegrast. Auch ein schönes Bild. Die Zwerge am Amboss an der Esse. Dann werden wir hier nochmal einen Schlenker machen. Und da unten wartet dann noch schon wieder der nächste Rätselspaß auf uns. Oder das nächste Ereignis zumindest. Jedes Jahr kriechen immer mehr Monster für den Frühjahrsputz. Und vergiss nicht, wenn du unterwegs in die Mine eine Schnecke überholst, geben wir was zu essen ab. Keinesfalls in den Minen pfeifen. Ja, ich habe gehört, darauf steht die Todesstrafe. Moment! Erst etwas Schnaps, dann marschiert es sich fröhlicher, wenn es frostig wird. Jedes Jahr kriechen immer mehr Monster. Ja, ist ja gut. So, die Speer nochmal. Ne. Ein Schneesturm zieht auf. Majestät, wir sollten das Lager aufschlagen und ihn aussitzen. Gute Idee. Leider könnte das eine Woche dauern. Dann ziehen wir weiter. Die Zeit drängt. Während wir um Hilfe betteln, wird Nilfgaard immer stärker. Wir müssen so schnell wie möglich Verstärkung kriegen und unsere Heimat befreien. So, dann haben wir hier unten eine kleine Wyvern. Oder dergleichen. Ich wollte nochmal nachschauen, ob wir denn überhaupt unseren werten Ike fest im Team haben. So, zwei Rüstungen zu Anfang. Da fehlt uns leider eine Menge Holz. Mehr Einheiten zum Einstellen brauchen wir nicht. Das Deck funktioniert ja sehr gut. Oh, es gibt neue Dialoge. Ah, ja. Mit Barnabas. Majestät, gestattet mir erneut meine... Willkommen, Barnabas. Überspringen wir doch bitte die Formalitäten und sprechen offen. Natürlich. Wie kann ich helfen? Ja, er soll erstmal ein bisschen was von seiner Geschichte erzählen. Ich weiß gerne, mit wem ich reise. Erzähl mir von dir. Von mir? Nun, wie ihr gesehen habt, verstehe ich mich sehr gut mit Zwergen. Möchtet ihr sonst noch was wissen? Fang am Anfang an. Woher stammst du? Ach so, ich bin weit im Süden geboren, in Tir Tochair. Meine Mutter war Wäscherin, mein Vater Waffenschmied. Ich bin erst mit 40 von zu Hause fortgegangen, als ich endlich alleine sein konnte. Jetzt bin ich seit rund 20 Jahren unterwegs. Eine ganze Weile. Hat dir der Süden nicht zugesagt? Das nicht, aber die Werkstatt meines Vaters übernehmen und nichts als ein Schwert nach dem anderen anfertigen. Puh, mir schwindelt bei der Vorstellung. Nein, ohne mich. Es gibt so viele Geheimnisse und Wunder zu entdecken. Dazu Möglichkeiten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist mein Leben. Feuerwerkskörper, die anderen in den Händen hochgehen? Nun, wie die Bärtigen sagen, Mahakam wurde nicht an einem Tag erbaut. Außerdem wurde durch meine Erfindungen noch niemand ernsthaft verletzt. Meistens. Arbeitest du gerade an einer bestimmten Erfindung? Oh, wie schön, dass ihr fragt. Ich war schon immer von Luftlebewesen fasziniert. Von Vögeln, ihren Flügeln, ihren Knochen. Die Struktur ist perfekt. Die Aerodynamik, die Federn. Kurz gesagt, ich glaube, ich werde fliegen können. Oh. Natürlich. Aber ob er wohl als erster seine Produkte ausprobiert oder ob er dafür andere Freiwillige braucht? Ich lerne fliegen. Ja, fliegen, ganz recht. Ich, Barnabas Beckenbauer, werde der erste Gnom sein. Ach, was rede ich? Das erste Säugetier, das sich vom Boden befreit und durch die Wolken schwebt. Sind Fledermäuse nicht... Keine Zeit für Haarspaltereien. Wirklich, Majestät, ich bin sehr optimistisch. Die Berechnungen sind solide. Ich muss nur noch einige Feldversuche durchführen.
Hast du Freiwillige für deine Tests gefunden oder führst du die selber aus? Natürlich muss ich am Boden bleiben, um alle Messungen vorzunehmen. Zum Glück herrscht in Mahakam kein Mangel an Abenteuerlustigen, die ihren Namen in den Geschichtsbüchern sehen wollen. Natürlich. Ich habe einen Prototypen namens Gleiter konstruiert. Majestät, er ist so schön. Und über 30 Klafter weit ist er geflogen. 30? Beeindruckend. Der Pilot hat sich bestimmt einen Namen gemacht und erregt das Interesse jeder Zwergin Mahakams. Oh nein, der ist leider tot. Die Landung war recht unsanft. Und dann noch dieser riesige Bär. Jedenfalls waren die letzten Worte des Piloten, dass er nichts bereut. Tapferer Kerl, wenn auch nicht sonderlich helle. Und damit wäre dann auch alles geklärt, was ich anführen wollte. Verstehe. Erinnere mich nächstens an diese Geschichte, wenn du die Nützlichkeit deiner Erfindungen anpreist. Ich muss aufbrechen. Wart ihr die ganze Zeit hier? Ach, was für eine illustre Runde. So, und was wollte ich eigentlich gucken? Genau, ob sich Ike hier... Ja, Ike von Dennisle, hier ist er. Auch wenn wir ihn so gut wie nie gezogen haben. Dann mal wieder gegen Monster. Und zwar Tod von oben. Die Zwerge Mahakams blicken oft nach oben. Das hat zwei Gründe. Erstens halten sie nach Lawinen Ausschau und zweitens passen sie auf, dass kein hungriger Gabelschwanz oder Schleimling im Anflug ist. Ein Standardkampf, also drei Runden ausharren. Gut. Wir haben unsere unbeständige Taktik. Brauchen wir nicht. Und da haben wir den Ike, den wollen wir auf jeden Fall behalten. Ja, wir können halt wieder ein unglaublich mächtiges Deck bauen, aber wir müssen halt auch lange genug überleben. Mit dem Schmied kriegen wir zwei Bären hin. Naja, im Prinzip. Warum nicht? So, hier werden wieder Harpieneier ausgebrütet. Okay, alles klar. Gut, wunderbar. Das sagt mir zu. Wie kommen die denn alle? Alter Schwede, ey. Gut, aber gefällt mir. Dann wird der Kampf hier nicht so schnell vorbei sein. Und er hängt sich in die erste Runde ein. Wir braten erstmal die Harpien. Ach, und die Bogenschützen tun sich natürlich an den Eiern gütlich. Dann hat das fast nichts gebracht, aber immerhin. Wir könnten jetzt nochmal... Ne, machen wir aber nicht. Damit warten wir. Dann bringen wir unseren... Wie heißt er? Mist, Pfadfinder Mist. Auf den Weg. So. Ja, die warten wir erstmal ab. Wir haben noch Rüstung. So lange sollen die ruhig noch auf dem Feld bleiben. Okay, beißende Kälte. Aber die hilft uns eigentlich eher, als dass sie uns schadet. So, dann bringen wir mal ein paar Harpien mehr aufs Feld. Zehre die drei schwächsten Einheiten. Alles klar. Dann haben wir hier den Schleimling. Erhöhe jeden Zug zu Beginn des Zugs den Zähler um ein und füge einer gewählten gegnerischen Einheit zwei Schaden zu. Im Todeswunsch multipliziere den Zähler dieser Einheit mit drei und der Schaden wird auch einer Einheit zugefügt. Okay. Also der wird einfach nur nervig. Die Fußsoldaten hier würden fast drauf gehen. Dann können wir eigentlich schon mal unseren ersten Bären ins Feld führen. Und ihn können wir einfach mal austauschen. Das gefällt mir nicht. Perfekt. Sehr, sehr schön. Haben wir den Pfadfinder nochmal gezogen.
Gut, der spammt sich hier fast tot mit seinen Harpien. Das ist auch genau das, was wir hoffen. Mit Mewe grillen wir die dann alle nochmal weg. So, setzen wir schon den Alchemisten ein? Ich glaube nicht. Wohl. Achso, stimmt, ich darf mir aussuchen, welchen Schatz ich spiele, ne? Das ist ganz gut, da können wir doch schon die Salbe hier einsetzen. Haben übrigens auch den Streitwagen nochmal gezogen. Ah, jetzt gibt es hier noch mehr Schaden aufs Feld. So, dann spielen wir doch erstmal den lyrischen Merlot. Es ist unser einziges Problem, dass der Pfadfinder hier unter Umständen drauf geht. Einer zufällig gewählten, okay. Also er kann es wenigstens nicht bestimmen. Okay. Gut, sie lebt noch. Okay, alles klar. Fuck. Schade. Ich wollte natürlich ganz gerne ziehen. So, die haben noch 4 Karten in der Hand. Wir können die ganzen Harpien wegklatschen, aber wir warten nochmal, bis die Eier auch ausgebrütet sind. Das werden wir dann mal beschleunigen. Und dann ist das Feld auch voll von ihm. Nicht alle Drachen. Zack. Ich schon. So, okay, wir können jetzt theoretisch alle auf einmal wegschmürgeln. Es ist die Frage, ob wir ihnen damit einen Gefallen tun oder nicht. Wir warten mal ab. Wie viele sind das jetzt? 3, 6, 8. Ich glaube, das ist das Maximum, oder? 9 Einheiten können in keine Reihe. Das heißt, die Eier hier, die spawnen, die müssten eigentlich auch verfallen. Nee, 9 passen rein. Okay, aber jetzt passt er. Ausgezeichnet. Dann können wir die einmal alle wegbraten. Dann können wir unser Zepter der Stürme einsetzen. So, und jetzt müssen wir leider noch eine Karte spielen. Theoretisch ist wahrscheinlich der Streitwagen die schwächste Einheit, die wir haben. Aber damit könnten wir Gascon noch mal stärken. Dann nehmen wir den Alchemisten. Guten Tag, was gibt's? So, wir passen. Okay, interessante Mischung. Der Streuner-Eindringling, wenn die nochmal so starke Einheiten spielen, ist er natürlich sehr gut geeignet. 2 lyrische Schmiede. Also wir könnten die Heilsalbe und ach, auch den Merlot und den Bären spielen. Okay, dann behalten wir die beiden nochmal. Oh ja, Isbel, das gefällt mir. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Isbel überlebt. Das heißt, wir müssten sie relativ schnell aufs Feld bringen. Das könnten wir direkt jetzt machen. Gut, machen wir. Du kannst immer noch umdrehen. Dann bringen wir den Streitwagen aufs Feld und setzen direkt Isbels Fähigkeit ein. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Oder setze ich den jetzt ein oder vertrauen wir drauf? Ich glaube, wir können noch mal kurz warten. Wobei, ich kriege die nicht verwundet. Also kriege ich die auch nicht transformiert. Nö, dann können wir das jetzt auch machen. So, das sieht doch herrlich aus. 122 Stärke in Runde 2. Eigentlich können wir jetzt das Zepter einsetzen.
und zugucken, ob er das irgendwie aufgeholt kriegt. Und wenn nicht, packen wir einfach ein. Passen direkt. Er hat nur noch 3 Karten zum Nachziehen. Ach komm. Wir überlegen wirklich mal, ob wir in der nächsten Runde einfach passen. Das wäre schon lustig. Können natürlich vorher nochmal. Achso. Ach doch, wir können die Einheiten bewegen. Ach, ich weiß nicht. Ach, wir spielen das jetzt zu Ende, oder? So. Könnten ihn ausspielen, müssten dann gleich den Merlot nutzen. Ich will auch erstmal das Korn aufs Feld bringen. Nimm's nicht persönlich. Beißender Frost. Genau das Richtige, sehr schön. Peter, nicht wegwerfen. Dann können wir jetzt aus unserer Heilerin eine Bärin machen. So, die fangen wieder mit Harpieneiern an. Wenn wir den Merlot spielen haben, machen wir aus ihm einen. Ja, können wir es auch anders machen. So. Das Ding haben wir leicht eingetütet. Jetzt bringen wir mit dem Alchemisten die beiden auch auf, ihn auch auf 43. Und kriegen vielleicht die 300 geknackt. Jetzt nicht mehr. Zerfetzen. Autsch. Achso. Ich muss ihn jetzt spielen. Na gut. Dann töten wir sie. Und mit Mewe machen wir die Fünfer nochmal rund. Bringen ihn runter bis auf 2 Punkte. Und haben sicherlich gewonnen. Ja, sehr schön. Kein Tropfen Schweiß vergossen. Ein paar Ressourcen erbeutet. Okay. Sonst erstmal nichts weiter, aber hier ist noch ein Pfad. Oh, und hier ist noch irgendeine mysteriöse Mine. Eure Hoheit, eine Zwergin versteckt sich in dieser Mine. Gabo zufolge ist es Stanka Moran, eine abtrünnige Diebin, die von allen Clans gesucht wird. Wir könnten einige Wachen entsenden, aber sie verspricht uns zu vergrabenen Schätzen enormen Wert zu führen, wenn wir sie gehen lassen. Was sollen wir tun? Wir lassen sie gehen. Für Schätze tun wir einiges. Und haben eine Schatzkarte gefunden. Jetzt haben wir natürlich unter negativer Moral zu leiden. Ein sehr unschönes Ding. Aber für Schätze. Uhuhu. Sehr gut, hier haben wir gleich den Altar. So, haben unseren Moralausgleich. Naja, Karma. Ne? Wenn es in die eine Richtung tendiert, muss man schnell was Gutes tun, damit man was Böses tun kann. Und dann geht das schon wieder. Okay, hier war mal eine Brücke oder ein Torübergang. Bei diesen starken Schneestimmen im Gebirge habe ich immer Angst, dass gleich irgendwo ein Schneetroll sich auf den Weg stellt. Mewe ritt schweigend und dachte über ihre bisherige Zeit im Exil nach. Der Ruf eines Spähers riss sie aus ihrer Tagträumerei heraus. Eure Hoheit! Seht euch das an! Mit ernster Miene deutete der Soldat auf eine Spur im Schnee. Sie erkannte den Stiefelabdruck sofort. Mewe hatte ihn schon oft gesehen. Auf Lyriens sandigen Wegen und inmitten der Asche, zu der Edirne verbrannt wurde. Nilfgaarder Fußsoldaten! Schäumte Mewe. Sind hier durchmarschiert. Warf Gascon ein. Vor vielleicht 1-2 Tagen.
Die Späher hatten herausgefunden, dass vor kurzem eine Nilfgaarder-Karawane mit bewaffneter Eskorte in Mahakam eingetroffen war. Die Eindringlinge hatten Truhen voller Gold und Juwelen bei sich und sie gegen Mahakamer Schwerter und Speere eingetauscht. Ein Späher gab Mewe eine der Münzen der Schwarzkittel. Auf ihrer Rückseite war der lyrische Adler. Sie bezahlen mit meinem Gold, sagte Mewe mühsam beherrscht. Für Waffen, die meine Männer und Untertanen töten sollen. Wir könnten sie noch aufholen, sagte Renard mit funkelndem Blick. Und dafür sorgen, dass Ebdahi diese Waffen nie zu Gesicht bekommt. Das könnt ihr, gewiss. Meldete sich Gabor, der ihrem Gespräch zugehört hatte. Aber ihr könnt euch auch daran erinnern, dass wir Mahakama neutral sind und unseren Gästen innerhalb unserer Grenzen Sicherheit garantieren. Natürlich sind die Nilfgaarder inzwischen außerhalb. Aber greift sie einen Steinwurf vom Tor entfernt aus an und Bruva wird Dampf aus den Ohren und Feuer aus dem Arsch kommen. Eine schwierige, knifflige Frage. Mir wird sich noch einen kleinen Moment mit der Lösung beschäftigen und wir erleben das Ergebnis dann gemeinsam beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rockstar.